Schönen guten Tag, Herr Dr. Bartke. Mein Name ist Sadek Borati. Ich arbeite seit Dezember 2018 bei der Lebenshilfe Hamburg im Projekt Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung, EOTB, und seit einem Jahr im Projekt PZB, persönliche Zukunftsplanung. Genau. Und heute wollte ich einen kleinen Interview mit Ihnen machen zum Thema Lebenshilfe Hamburg heute. Super. Was sind die drei wichtigsten Aufgaben der Lebenshilfe Hamburg? Also, Herr Borati, erstmal schönen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Und ich mache das total gerne, weil ich bin ja Vorsitzender der Lebenshilfe und freue mich immer, wenn wir wenn ich sowas machen kann, wie Sie es jetzt machen, so ein kleines Interview. Und zu Ihrer ersten Frage, was sind die drei wichtigsten Aufgaben der Lebenshilfe? Das Wichtigste ist, glaube ich, dass die Lebenshilfe die Interessen von Menschen mit Behinderung in Hamburg vertritt und dieses eben möglichst machtvoll tut. Dass wir uns beteiligen an politischen Diskussionen, wo es um die Rechte von Menschen mit Behinderung geht. Und da ist die Lebenshilfe wirklich eine super Adresse, weil wenn man sich jetzt das große Behindertengesetzwerk, das Bundesteilhabegesetz anguckt, dann wird man feststellen, dass die Lebenshilfe da ganz, ganz großen Einfluss genommen hat. Insbesondere unsere Bundesvorsitzende Ulla Schmidt, die alle Leute kennt und die auch richtig Druck gemacht hat, und es hat ja auch Demonstrationen in Berlin gegeben. Und das Letzte ist, dass wir auch ein Verband sind, wie die Betreuung macht. Wir betreuen zum Beispiel Kinder mit Behinderung, Schüler mit Behinderung auf ihrem Schulweg mit der Schulbetreuung. Okay. Was zeichnet die Lebenshilfe Hamburg besonders aus? Ich glaube, dass das, was entscheidend ist für die Lebenshilfe Hamburg, ist, dass wir ein Betroffenenverband sind. Das heißt, dass im Vorstand Menschen sind, also wir sind ja auch ein Elternverband, von Eltern mal gegründet worden. Verband, wo entweder Menschen mit Behinderung selbst organisiert sind oder Eltern von Menschen mit Behinderung. Und wenn ich das noch ergänzen darf, dann natürlich, was die Lebenshilfe insgesamt auszeichnet, ist, dass wir uns einsetzen für die Rechte von Menschen mit Behinderung. Und die Lebenshilfe Hamburg setzt sich ein für die Rechte von Menschen mit Behinderung in Hamburg, logischerweise. Okay. Warum sollte man Mitglied der Lebenshilfe Hamburg werden? Je mehr Mitglieder wir haben, desto mächtiger sind wir. Und wenn wir mächtig sind, dann können wir uns einsetzen noch besser für die Interessen von Menschen mit Behinderung. Und darum ist es total gut, wenn man ganz generell Mitglied der Lebenshilfe ist. Und ich glaube, wenn einem Inklusion am Herzen liegt, dann sollte man sich schon genau überlegen, ob man nicht doch Mitglied wird. Das lohnt sich. Welche Aufgabe haben Sie als Vorstandsvorsitzender? Die wichtigste Aufgabe ist, dass ich die Lebenshilfe nach außen vertrete. Und ansonsten ist es natürlich so, dass ich auch mein Amt dafür nutze, um die Interessen der Lebenshilfe wahrzunehmen, weil die Interessen der Lebenshilfe sind immer die Interessen von Menschen mit Behinderung, und das mache ich total gerne. Was bedeutet eigentlich das Logo? Da hätte ich fast gerne mal zurückgefragt, ne? Was glauben Sie denn, was das bedeutet? Aber tut man ja nicht, man darf nicht zurückfragen. Ich finde, das Tolle an dem Logo ist, dass sich jeder was anderes darunter vorstellt. Ich glaube, ursprünglich war es mal so gedacht, in der Mitte ist der Mensch mit Behinderung und er wird umarmt. Aber darauf bin ich auch erst als allerletztes gekommen. Ich finde, eigentlich zeigt es ein bisschen Inklusion,
In der Mitte, nein, der äußere Ring ist die Gesellschaft, die aber offen ist, da ist also eine Lücke und da kann ich reingehen und bin dann Bestandteil dieser Gesellschaft. Und der Mensch mit Behinderung ist der Mittelpunkt, steht im Mittelpunkt der Lebenshilfe Hamburg. Und das hat für mich das Symbol, das Lebenshilfe-Logo symbolisiert und nicht die Umarmung. Aber das ist, glaube ich, das Schöne, dass jeder sich was anderes darunter vorstellt. Und das macht ja auch ein gutes Logo aus. Das stimmt. Was sollte sich noch 2020 für Menschen mit Behinderung verbessern? Das Jahr 2020 wird in die Geschichte mit Sicherheit eingehen als das Jahr der Corona-Pandemie. Und die Menschen mit Behinderung, muss man leider sagen, sind mit die Verlierer dieser Corona-Pandemie. Sie haben ganz häufig nicht genügend Informationen, es hat ihnen niemand richtig gesagt, was alles zu passieren hat, was funktionieren soll. Die Maskenpflicht trifft Menschen mit Behinderung häufig noch härter. Und ich würde mir wünschen, dass die Menschen mit Behinderung künftig besser informiert werden in solchen Pandemien und dass sie auch besser, dass sie besser betreut werden, weil zum Beispiel Werkstätten für Menschen mit Behinderung haben einen viel längeren Lockdown, der geht ja erst im nächsten Monat zu Ende. Und jetzt für alle anderen ist er schon zu Ende. Das ist schon etwas ganz Wichtiges und dass wir uns mehr um die Menschen mit Behinderung kümmern. Hm. Das würde ich mir wünschen. Haben Sie eine Idee, wie man Menschen mit Behinderung besser informieren könnte? Ja, ich glaube, dass Flugblätter, Briefe und E-Mails relativ wenig bringen. Ich glaube, man muss einfach zu ihnen hingehen und man muss die zum Beispiel die Betreuer beauftragen, auch ganz klare Informationen zu vermitteln und zwar auch in leichter Sprache. Und das ist ja auch etwas, was die Lebenshilfe sich auf die Fahne geschrieben hat, dass wir möglichst viele Informationen in leichter Sprache vermitteln. Weil ich habe auch festgestellt, dass Menschen ohne Behinderung sich sehr gerne die Broschüren mit leichter Sprache angucken, dann ist sie garantiert, dass sie es auch verstehen. Weil es ist nämlich die Kunst, sich aufs Wesentliche zu reduzieren und es kurz zu machen. Hm. Nun zu der letzten Frage, die ich habe, das ist, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich für die Lebenshilfe Hamburg wünschen? Ich würde mir gerne zwei Sachen wünschen. Das erste ist, das haben Sie vorhin schon gefragt, da ging es um die Mitglieder. Ich würde mir wünschen, dass die Lebenshilfe noch viel mehr Mitglieder hat und dass alle Menschen, die ein Interesse an Inklusion haben, dass diese Menschen sich überlegen, ob sie nicht Mitglied der Lebenshilfe werden. Und das zweite ist, die Lebenshilfe Hamburg macht ja relativ viel Schulbetreuung, das heißt, Schüler werden betreut, Schüler mit Behinderung. Und ich finde, dass die Schulbetreuer besser bezahlt werden müssen. Und deswegen finde ich, dass der Staat da auch ein bisschen mehr für bezahlen muss, weil es gilt der Satz, Inklusion ist nicht umsonst. Wir wollen eine inklusive Gesellschaft und das kostet etwas. Danke für das Interview. Ja, gerne, hat mir Spaß gemacht. Also. Tschüss.